Gold, Silber, Euro zum US-Dollar, Euro zum japanischen Yen und Öl. Was haben all diese Werte miteinander gemeinsam? Sie stecken genau jetzt in Bewegungen, die äußerst spektakulär sind und einiges für das erste Quartal 2018 versprechen. Müssen wir uns also anschauen. Los geht's. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. Eigentlich habe ich ja Urlaub auf, ihr erkennt es ganz sicher, Teneriffa. Aber zum einen ist das Wetter heute etwas bewölkt, macht nichts, die letzten Tage haben es sehr gut mit uns gemeint. Zum anderen ist es aber ganz sinnvoll gewesen, heute mal den Rechner anzuschmeißen, denn die von mir gerade angesprochenen Werte, Gold, Silber, Euro, US-Dollar, Euro, japanischer Yen und Öl, vollziehen gerade heute spektakuläre Bewegungen, die darauf hindeuten, dass sich im Jahr 2018, besonders in den ersten Tagen des Jahres, durchaus Gelegenheiten für Positionstrader ergeben könnten. War also ganz gut, dass der Wettergott heute ein klein wenig launisch sich gezeigt hat. Nun möchte ich darauf hinweisen, wir haben... Das heißt, ich habe jetzt gerade den 28. Dezember 2017. Ihr seht das Video aber am 4.01.2018, wenn ich mich recht erinnere. Dazwischen liegen allerdings nur 3 bzw. 2,5 Handelstage. Insofern macht das überhaupt nichts, dass ihr das Ganze nun etwas verspätet euch anseht, denn es handelt sich hier nicht um das Daytrading. Und ihr habt den riesengroßen Vorteil, ich werde nämlich gleich am Bildschirm von einigen Marken sprechen, die auf Wochenschlusskursbasis bestätigt werden sollen. Und im besten Fall dann auch in der darauffolgenden Woche, und das wäre dann die erste Januarwoche 2018, eine weitere Bestätigung erfahren. Und ihr seid dann nur noch 2 oder 3 Tage davon entfernt zu wissen, ja, diese Bestätigung ist gekommen oder nicht. Bevor ich aber nun lange um den heißen Brei herumrede, möchte ich euch direkt zeigen, was so spannend ist, dass das Video unbedingt heute gedreht werden muss. Also, schaut es euch bitte direkt am Bildschirm an. So, viele Rohstoffe haben sich in den letzten 12 Monaten deutlich erholt, unter anderem auch Kupfer. Ich möchte auf Kupfer hinweisen, weil es genau jetzt wichtige Widerstände überwindet. Zum einen gibt es hier von 2011 bis Ende 2015 hier eine deutliche Abwärtsbewegung. Ich habe jetzt den Rest der Historie mal außen vor gelassen. Bereits hier bei etwa 3,13 wurde das 61,8er Retracement überwunden. Das ist ja, wenn ihr so wollt, die letzte Hürde, um einen Aufwärtstrend wieder aufnehmen zu können. Und jetzt aktuell, genau in dieser Woche, wird hier dieser Widerstand aus dem Jahr 2014, deswegen habe ich diese beiden Linien grün gezeichnet, der wird jetzt in diesem Moment überschritten. Und habe ich euch schon gesagt, während ich das Video aufnehme, haben wir Donnerstag, den 28. Dezember, 16.30 Uhr bei mir, 17.30 Uhr bei euch. Das heißt also, morgen gibt es noch einen, wenn auch verkürzten Handelstag. Da kann dieser Ausbruch natürlich zurückgenommen werden. Schaut man sich das Ganze dann aber an, dann wird das auf Jahresbasis ein Kaufsignal ergeben. Das heißt also, Kupfer könnte zu einer der steigenden Rohstoffe im Jahr 2018 avancieren. Den nächsten Wert, den ich euch zeigen möchte, der ist den meisten vielleicht schon geläufiger. Wir arbeiten uns so in der Popularität langsam mal nach vorne. Da würde ich euch gern den Euro zum japanischen Yen nennen. Wir haben hier, hier sind mehrere Linien drin, aber ich denke, man erkennt es trotzdem. Der Euro zum japanischen Yen hat seit September so eine Seitwärtszone eingelegt. Eine Seitwärtszone, die sehr klar eine Unterseite hier bei 131,30 hatte und eine Oberseite bei 134,40. Hier war im Übrigen auch noch ein 61,8er Retracement.
Aktuell wird mit einem Kurs von 134,85 dieser Widerstand, dieser entscheidende Widerstand überschritten. Wenn ihr euch das Ganze mal im Wochenchart anseht, dann erkennt ihr, worum es geht. Wir haben auch schon über den Euro zum japanischen Yen gesprochen. Auch hier gab es zwischen Dezember 2014 und Mitte 2016 eine heftige Abwärtsbewegung. Um fast 50% ist der Euro zum japanischen Yen gefallen, ähnlich der Entwicklung im Euro zum US-Dollar. Seitdem gab es eine Erholung, die gegenüber dem japanischen Yen schon ein ganzes Stück weiter reicht als gegenüber dem Euro-US-Dollar, zu dem wir gleich noch kommen. Sollte dann hier das 61,8er Retracement überwunden werden, dann ist es von der Logik her ähnlich wie im Kupfer, dann ist der Weg nach oben frei. Das heißt nur nicht, dass der Euro zum japanischen Yen in einem Rutsch hier bis 149 oder 150 und in der Folge dann vielleicht sogar noch weiter steigt. Aber ist dieser Widerstand erstmal überwunden, dann hat man natürlich ein ganz hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis. Denn dann gilt oberhalb von 134,40 in etwa, dort verläuft dieser Widerstand. Also wenn ich etwas näher rangehe, dann seht ihr, der Ausbruch ist momentan noch etwas zaghaft, gilt aber, so hoch wie jetzt war der Euro zum japanischen Yen seit vielen Wochen nicht mehr, sollte das Ganze auf Wochenschlusskurs und damit dann ja gleichzeitig auf Jahresschlusskurs bestätigt werden. Am besten schließt der Euro zum japanischen Yen dann noch eine ganze Ecke höher, über 135, dann wäre das ein derart lupenreines Kaufsignal, dass man schon fast wieder skeptisch werden müsste. Ihr wisst, dass in der klassischen Charttechnik und auch in der Kerzentechnik so ein Ausbruch dann durch die folgende Kerze noch bestätigt werden müsste. Das bedeutet also, auch die erste Woche im Januar sollte positiv verlaufen. Dann wäre es ein lupenreines Chartsignal. Dann ist der Euro zum japanischen Yen einer der Long-Kandidaten für das Jahr 2018. Im Übrigen ist damals, das ist nun schon einige Jahre her, gab es schon eine ähnliche Konstellation, die war ähnlich offensichtlich. Insofern, ihr wisst, dass auch ich da dann eher skeptisch bin, aber auch diese offensichtliche Ausgangslage hat damals dazu geführt, dass der Euro gegenüber dem japanischen Yen eine Rallye aufs Parkett gelegt hat. Interessant ist eben, dass der Stop, sei es auch der mentale Stop, relativ nah dran liegt. Denn wenn man sich das Ganze auf Wochenbasis betrachtet, dann ist ein Stop ja fest, wäre erst unterhalb dieses Trendkanals zu legen. Aber wenn man ihn variabel gestaltet, dann sagt man einfach, ich bleibe so lange long, bis der Euro zum japanischen Yen unterhalb von 134,40 schließt, beziehungsweise wenn Teilgewinnziele erreicht werden. Das läge in etwa hier in Höhe von 137, aber das können wir uns später noch genauer ansehen. Insgesamt ergibt sich diese Strecke hier als Aufwärtspotenzial oberhalb von 134,40. Ist übrigens ähnlich im Schweizer Franken zum japanischen Yen. Also der Yen ist schwach, das ist ja gewünscht, aus Japans Sicht gegenüber vielen Währungen, nicht nur gegenüber dem Euro. Dann haben wir hier den Ölpreis. Da habe ich ein Video gemacht gestern auf dem Eriksen-Kanal. Da ging es um die Überraschung, potenzielle Überraschung 2018. Deswegen möchte ich den jetzt hier nur ganz kurz ansprechen. Ihr seht den Crash der Jahre 2014 und 2015. Öl ist fast 50% gefallen, vom Hoch über 100 Dollar auf unter 30 Dollar, beziehungsweise das waren deutlich über 50%, und verläuft seitdem in so einem leicht aufwärtsgerichteten Trendkanal. Prinzipiell sollte der Trader erstmal annehmen, dass du einen Trendkanal hält. Das heißt also, von hier aus spätestens von etwa 60 bis 61 US-Dollar könnte der Ölpreis zur Unterseite abprallen. Es gibt allerdings einige Hinweise, wenn ihr interessiert seid, dann schaut euch das Video auf dem Eriksen-Kanal gerne mal an, die dafür sprechen, dass Öl möglicherweise im Jahr 2018 auch aus diesem Trendkanal nach oben ausbricht. Das heißt also Richtung 66 und 78 US-Dollar ansteigt. Welche Auswirkungen das hat, das erfahrt ihr in dem Video. Hier seht ihr aber
dass der Trendkanal momentan noch intakt ist, wird dieser Widerstand oder diese Widerstandszone hier zwischen 60,85 und 62 US-Dollar, wird die überschritten, dann ist das ein Kaufsignal im Ölpreis. Das Ganze werde ich also auch im Jahr 2018 auf jeden Fall auf dem Radar behalten. Und last but not least schauen wir uns zwei Werte an. Eben den Euro zum US-Dollar. In vorangegangenen Videos habe ich bereits die notwendigen bzw. die vakanten Unterstützungen hier besprochen. Die haben auch gehalten. Und dann ein Kaufsignal bei 1,193 besprochen. Ihr seht, momentan bricht der Euro zum US-Dollar darüber aus. Hat dieser Ausbruch auch morgen noch Bestand und dann zum Jahresende, das wäre ein und dasselbe in dem Fall, dann ergibt sich aus meiner Sicht in den nächsten Wochen Aufwärtspotenzial bis etwa 1,26, 1,27, erstmal hier bis oben bis zu diesem Retracement. Und das wäre ja schon einiges auf der Oberseite. 1,24, 30 wäre dann relativ schnell in den nächsten Wochen erreichbar. Das also das Ziel für das Jahr, für das erste Quartal 2018, sofern es dem Euro zum US-Dollar gelingt, hier dann tatsächlich auch diesen Ausbruch über 1,193 zu bestätigen. In dieser Sekunde, also wenn wir uns das Ganze mal im Stundenchart ansehen, wird das Ganze schon mal bestätigt. Und ja, wer aber Positionstrading macht, also über Tage oder Wochen in einem Wert drin ist, der möchte natürlich noch mehr als nur Bestätigung auf Stundenschlusskursbasis. Sieht aber ganz gut aus für einen steigenden Euro zum US-Dollar. Dementsprechend mit einer relativ engen Korrelation entwickelt sich momentan auch der Goldpreis, ist schon ein kleines Stück weiter. Wir sehen hier einen Widerstand bei 1295. Hier unten hat Gold die letzte Unterstützungslinie, die lag nämlich auf Tagesschlusskursbasis tatsächlich bei 1240 US-Dollar. Intraday wurde diese Marke unterschritten. Tatsächlich hat aber auf Schlusskursbasis die Marke gehalten. Das war sozusagen die letzte Chance, um Gold davor zu bewahren, hier in den Abgrund abzustürzen, also unterhalb von 1240 geht es mal direkt bis 1200 US-Dollar und darunter kann es in der Folge oder hätte es in der Folge sogar dreistellig werden können. Momentan sieht es aber danach aus, dass Gold wie so häufig auf der letzten Rille den Turnaround geschafft hat. Hier wird jetzt der Widerstand bei 1295 US-Dollar attackiert. Gelingt ein Ausbruch darüber, dann wäre mein Ziel für die nächsten Wochen ein Kurs von etwa 1350 US-Dollar. Das bedeutet, wir wären dann hier oben. Dort wird sich dann entscheiden, ob Gold vielleicht nochmal vorübergehend ein klein wenig zurücksetzt. Das wäre aber undramatisch. In der Folge muss es dann, um den Aufwärtstrend wieder aufzunehmen, auch über 1400 US-Dollar gehen. Schauen wir uns an. Ihr seht also, ob es nun Zufall ist oder nicht, kann uns letztendlich egal sein. Genau jetzt am vorletzten Handelstag des Jahres tut sich Großes. Vielleicht sind das die Vorzeichen für ein sehr spannendes Quartal 2018, erstes Quartal 2018. Wie ihr seht, wer heute dabei war, der konnte den Ausbruch im Daytrading in verschiedenen Basiswerten auch direkt handeln. Ob man nun über die Jahreswende hinweg tatsächlich Positionen halten muss, im Positionstrading sicherlich kein Problem. Wer aber auf Stundenbasis unterwegs ist, der sollte dann durchaus die Feiertage in Ruhe genießen. Oder beziehungsweise das kommende Wochenende in Ruhe genießen. Ja, habe ich mich schon selber reingelegt. Ihr seid ja schon hinter den Feiertagen. Ein Zeitsprung im Raumzeitkontinuum. Also, ich bin hier auf Teneriffa nicht nur, um die Beine hochzulegen, sondern auch nochmal, um ein bisschen Kraft zu tanken. Denn am 8.1., ich habe es euch ja schon in vorangegangenen Videos gesagt, startet ein neues Projekt von mir, eine geschlossene Trading-Gruppe, in der ich ja Live-Trading anbiete. Ich werde also die Handelssignale für den Tag direkt vorstellen. Ich werde die Basiswerte mit euch teilen, wenn ihr Lust darauf habt, die aus meiner Sicht spannend sind.
auf YouTube ist logischerweise ein Live-Trading sehr viel schwerer zu bewerkstelligen, allein schon deshalb, weil ich natürlich auf YouTube Termine nennen muss, um alle mit dabei zu haben. Das, wie gesagt, wird beim Live-Trading etwas anders sein. Wenn ihr mehr über dieses Projekt wissen möchtet, dann tragt euch einfach für den kostenlosen Tradermacher-Report ein. Kann ich euch sowieso nur empfehlen. Keinerlei Verpflichtung. Dort informiere ich euch über das Projekt. Wenn ihr aber sagt, ich komme sehr gut alleine zurecht, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ist nur ein Angebot von mir, aber Eintragen für den Tradermacher-Report kann auf gar keinen Fall schaden, denn dort gebe ich jeden Mittwoch kostenlos Vorschläge, was man handeln kann, welche Basiswerte aus meiner Sicht interessant sind. Der Euro ist immer dabei und darüber hinaus häufig noch der Goldkurs, 2-3 Aktien dann noch. Also einfach eintragen und dann seid ihr informiert. Das war's für heute. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, demnächst ein schönes Wochenende und dann in der kommenden Woche wieder aus dem leider noch recht kalten Norden. Macht's gut, bis dahin grüße ich euch von der Sonneninsel. Ciao.